Und wir rutschen wieder. So. Ja, schön, volle Suppe reingefahren. Ja, ich hab's doch gar nicht so sehr berührt. Also, seid mal nicht so pingelig hier mit dem Zeug. Schmetterlinge, Federn. Das ist so schön. Grippe. Das ist ein Traum für alle Menschen, die gerne Grippe zeichnen. Ja, so. Jetzt könnt ihr euch einen Screenshot machen und Grippe zeichnen. Oh, hey, Besuch. So. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Da oben ist was. Schon wieder so ein Müll. Verdammt. Da geht's unten rum, dann kommen wir da wieder hoch. Aber das können wir uns hoffentlich schenken. Denn die unglaublich wichtigen Zähnchen brauchen wir ja nicht. So. Was will uns das sagen? Da hängt einer. Gehen wir mal hier rüber. Ach ja. Ja, komm halt. Ich muss dich nur ein paar Mal treffen. Ja, und schon kaputt. Also da ist, Kamera drehen. Kamera drehen. Hallo. Ah. Also da ist eins und da ist eins und dazwischen ist jeweils Nebel und da drüben ist auch noch irgendwas und Nebel. Oh mein Gott! Wer soll denn hier den Überblick behalten? Oder überhaupt erstmal kriegen? Noch mehr Nebel. Hallo. Hier hängen sie so rum. Das ist wahrscheinlich hier der andere, wenn man da hängen bleibt. Die andere Absicherung. Also ich schätze mal, das muss nach oben und das da hinten darf nach unten. Ja, dann muss ich jetzt hier hin. Das muss runter. Ich muss darüber. Nein, komm. Ach. Ich bin zu blöd für diese Dinger. Das ist unglaublich. Ich mag die nicht. Die mögen mich auch nicht. Die sind gemein zu mir. Ganz gemein. Ja, jetzt beeil dich mal. Mach mal hinne. Los, los. Naja, das ist schon klar. Wir kriegen schon den Hinweis darauf. Aber so schlau bin ich immerhin noch. Ich bin nur nicht schnell genug und nicht geschickt genug und kann gerade nicht mehr reden. Und jetzt muss ich darüber. So, diesmal ging es immerhin schneller. Ich mache Fortschritte. Ich bin lernfähig. Licht aus. So. Was hat uns das jetzt gebracht? Muss ich jetzt wieder zurück? Muss ich hier irgendwo rum? Muss jetzt die andere Plattform nach oben vielleicht? Klappt das überhaupt? Ah! Da war ich zu schnell. Na, das war doch mal ein schöner Fall. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Lassen wir das erstmal nach oben kommen. Wir lassen das Ganze erstmal auf uns zukommen. Und dann versuche ich das nochmal und hoffe, dass das richtig ist. Jetzt mache ich hier irgendeinen Quatsch, den ich gar nicht machen muss. Krabum. Und rauf da. Und rauf da. Och, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich schaffe das. Ich werde das schaffen. Solange das da hochfährt, können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Die gute Luft genießen. Die angenehme atmosphärische Musik. Diese beruhigenden Klänge. Patina von vergammeltem Holz und verrostetem Stahl. Idyllisch, idyllisch. Und rüber. Rüber. Rüber und... Och, Mensch, Alice. Bisschen weiter kannst du doch hüpfen. Ein bisschen, bitte.
Platsch. Ich guck mir das Ganze jetzt nochmal von da oben an. Ob ich da überhaupt hin muss und so. Wollen wir doch mal sehen. So, das geht da runter. Und ich will da oben hin. Nicht wahr? Jawohl. Also nochmal. Platsch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und jawoll. Man muss das nur mit Ruhe machen. Ich bin immer ein bisschen hektisch. Ich will das immer gleich beim ersten Mal schaffen und dann bin ich hektisch und dann. Dann wird das Ganze nix. So. Da ist ein Hebel. Hier sieht es auch wieder sehr nett aus. Immer mit diesem. Was ist das? Ein Katzenschädel? Das sieht so katzig aus. Katzig ist auch ein gutes Wort. Nicht wahr? So, hier haben wir noch so ein Ding. Und eine Schnauze. Ich höre eine Schnauze. Ich höre sie lauter. Wo ist sie? Wo ist die Schnauze? Wo ist die Schnauze? Zeig dich. Vielleicht ist sie da unten. Gehen wir mal nach da unten. Vielleicht sieht man die nur von hier. Ist kaputt. Wo ist die Schnauze? Jetzt hört man sie nicht mehr. Vielleicht da hinten? Da steht Schnauze. Schnauze? Schnauze! Hallo! Und Futter! Und noch ein Fläschchen für die kleine Alice. Ja, und die große Alice wirft wieder das Falsche, aber das macht ja nichts. Platsch. Hui. So, also jetzt nochmal. Das hier muss runter. Dann gehen wir auf die andere Seite. Komme ich da überhaupt hin von hier? Ich weiß nicht. Nee, ne? Dann muss ich bestimmt da unten. Da unten kann man, konnte man das sehen. Wie funktioniert das hier? Ah, da muss ich darüber. Verstehe. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich Bescheid. Okay. Katsching. Und Hase. Und rüber. Ah, nicht. Ach Gott. Hängen geblieben und Knöpfchen gedrückt. Beides gleichzeitig. Ganz ruhig, Alice. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Oder auch nicht. Ah, okay. Da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Schneller, schneller, schneller. Und da komme ich so nicht hoch. Vielleicht, wenn es ein bisschen runter geht. Und wo muss ich hin? 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 Nicht sterben. Da muss ich hin. Da hätte ich hingemusst. Na gut. Das machen wir nochmal. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt schaffe ich das. Nein, jetzt sterbe ich erstmal. What? Ich sterbe nicht. Oh, ich sterbe doch. Seltsam. Hase. Laufen. Laufen. Laufen, 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 nicht hängen bleiben. Laufen, laufen, nicht fallen. So. Komm ein Stückchen runter. Komm ein Stückchen runter. So. Und rüber da. Easy. Oh, ein Riesenhirn. Ob das in meinen Kopf reinpasst? Ich müsste ein kleines Küchlein essen, damit ich größer werde. Dann könnte ich mir dieses Hirn einverleiben. Oh, das sind Leseratten. Blinde Leseratten. Vielleicht sind es auch Douglas Adams Mäuse, die uns observieren und als Experimente benutzen und unser Hirn haben wollen. Und deswegen liegt hier so viel Hirn rum. Oh mein Gott! Moment, das muss ich mir von der Seite angucken. What the fuck? Ich würde sagen, das erfordert einiges an Timing. Okay, schon tot. Schade. Okay. What? What?
Oh, verdammt. Okay, immer ein kleines bisschen warten. Okay, geschafft. Man musste einfach nur einen kleinen Moment warten. So, und jetzt irgendwie nochmal. So, jetzt haben wir den Dreh raus. Gibt's hier irgendwas? Außer seltsame Geräusche. So. Das sind das sind die Geräusche. Okay. Ja, da sollten wir nicht zu voreilig rüberhüpfen. So. Da kann man auch noch rüber. Wollen wir das? Sollen wir das? Müssen wir das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Irgendwie. Kommen wir von hier jetzt aber eh nicht. Also gehen wir auf jeden Fall darüber. Gut. So, rüber. Die Hand zeigt nach links. Aber wir gehen erstmal hier hin. Ja, nach links. Was sage ich denn? Nach rechts. Das andere links. Das muss einem doch gesagt werden. Verdammt. So. Geh mal weg. Das geht ein bisschen ruckartig. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Okay. Und dann. Okay. Joa, rüber da. Und Katze. Hallo, Katze. Das Wunderland zu retten bedeutet, dich selbst zu retten. Ja, das wissen wir. Aber gut, dass er es nochmal sagt. Fein, fein. Jetzt muss ich einfach so darüber. So. Und jetzt, aha. Man beachte den Vogel und die Flügel. Da. Schick. Und ein Herz. Das ist alles so positiv hier. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ah, da sind die Scheren wieder. Nicht ruckeln. Ruckeln ist verboten. Menu. Ach, ich sterbe jetzt einfach, damit ich wieder da oben lande. Ich gehe da jetzt nicht nochmal außen rum. Ausgetrickst. Und da ist irgendwie auch was, aber vielleicht kommen wir auch von da drüben da hoch. So, und hüpfen. Jawohl. So läuft das. Genau, und jetzt müssen wir da rein. Und kabum. So. Ah, noch ein bisschen Schleimis. Will sonst noch einer was? Okay. Ah, noch mehr Schleimis. Hier ist eine Menge Schleimi-Zeugs unterwegs. Da muss irgendwo ein Rohrbruch sein. Ein Schleimrohrbruch. So. Boah. Hier fehlt einfach mal die ganze Decke von der Decke. Okay. 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 Hauptsache, es fällt uns nicht auf den Kopf. Und da unten hängt es jetzt. Fleischschubladen. Das muss man sich alles erstmal ausdenken. Pippi. Ach ja, und ihr wollt natürlich auch alle was, ist ja klar. Könnt ihr haben. Ja, erstmal du. So, einer nach dem anderen. Ihr bekommt alle was. Ich habe genug Hiebe für alle.
Einer nach dem anderen. Ich sagte doch, ich habe genug Hiebe für alle. Autsch, ich will erstmal die da hinten zernichten. Ja, die sieht nochmal anders aus als die letzte. So. So. Jetzt holen wir uns hier noch die Blümchen ab. Die haben wir uns verdient. Dann gehen wir vom Abgrund weg. Ja, und jetzt kriegst du, was du verdienst. So läuft das. Püppchen. Das ging irgendwie besser als vorhin. Ich weiß auch nicht, warum. Die kam irgendwie nicht in die Deckung. Und so ging das einfacher. Und jetzt haben wir hier einen Schalter. Können wir doch mal sehen. Sieht nach was Neuem aus. Aber jetzt sind wir gar nicht da reingelaufen. Oh, jetzt sind wir schon drin. Na gut. Von mir aus. Jetzt haben wir irgendwie was übersprungen, dass wir hier reinlatschen, aber naja. Also Puppenhaus. Wir sind wieder im Puppenhaus. Aus dem Keller raus ins Puppenhaus. Ich bin so poetisch. Oh, was gibt's hier? Oh, das sieht interessant aus. What the... Okay, das gucken wir jetzt gleich nochmal von oben an. Also Fleisch ist hier überall. Ist nichts für Vegetarier, dieses Spiel. Ah, das ist der Kopf. Okay. Ah, rett uns. Fies. Ein Schlüsselloch. Warum kann ich das sehen, wenn ich da rangehe? Flasche. Jetzt ist die Musik ein bisschen trister, nicht mehr so aggressiv. Okay. Vernichte, was dich zu zerstören droht. Ja, das wäre sinnvoll. Okay, da muss ich rüber. Ich gucke jetzt erstmal hier, kann ich da gucken? Goldene Zähne. Mensch, sind wir reich und wir können mit unserem Reichtum gar nichts anfangen. Ist das traurig. Hier können wir das auch nochmal sehen. So von der Seite. Ich glaube, das runterhüpfen sollte ich jetzt lieber nicht. Nun gut. Auf ins Verderben. Das ist mein Gang. Durch den Kopf hindurch. Mit Kirschen. Die hat nur Kirschen im Kopf, ey. Unmöglich. Mal sehen, was es da gibt. Außer Lollis mit Mündern. Ha. Jetzt kriegen wir ein neues Leben. Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Na, okay. Ich muss einfach nur überdauern, überleben, in der Gegend rumrennen und verhindern, dass ich sterbe. Den Großen, da kriege ich ja sowieso nicht tot. Ach ja, komm halt. Ich will ein bisschen metzeln. Bisschen metzeln.
Teleportieren ist übrigens unfair. Und ganz schnell ausweichen ist auch doof. Das darf nur ich. Ah! What? What? No! Ah, geschafft. Das hätte jetzt auch noch schief gehen können. Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Leben! Ja, ja, greif mich nur an, du blöder Penner. Du darfst gar nicht mehr existieren. Voll verbuggt. Was habe ich nur mit diesem Spiel angestellt?